weiß es nicht. Also wenn ihr da nicht wart, dann ähnelt die Schlucht da nur der Schlucht, in der ihr wart. Schätze ich auch. So viele zurückgelassene Rohstoffe. Ja. Ich baue einfach noch ein bisschen ab. Ich habe schon genug, um mir Eisenschuhe zu machen und für alle noch mal eine zweite Spitzhacke. Ich nehme ja sowieso immer gerne nur die Hälfte mit. Ah, ich brenne. Scheiße, ich brenne. Was mache ich denn jetzt? Hey, ich mach Wasser. Wo bin? Ach, da bist du. Ich? Wo? Mein Gott, wie viel Eisenerz habt ihr denn schon? So als Frage mal. Ich hab 39. Ich hab 38. Kohle hab ich. Ich hab kein Eisenerz dabei. Ich hab heute mal kein Eisenerz gesammelt. Und hier ist übrigens eine Spinne, die geht nicht weg. Die scheint aber irgendwie tot zu sein. Oder nicht. Nicht existent. Weil ich kann durch sie durchgehen. Die Physik von Minecraft oder so. Ja. Aber es heißt halt ja zum Beispiel bei Half-Life jetzt so Valve-Logik. Oder bei Team Fortress 2 Soda Pop herstellen mit Bonk Atomic Punch anstatt Quitte Cola. Jo. Wow, was haben wir denn hier? Hier haben wir Lava. Ein Creeper. Ich sehe auch Lava. Ja, dann musste wieder hoch. Geil, der Creeper hat mir gerade voll viel weggesprengt. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Ich brauche Creeper. Ich befürchte etwas. Oh, war doch nur eine Befürchtung. Ich habe gedacht, Dungeon und so. Aber das war nur gebohrter Cobblestone. So. Wie immer. Ja. Ich bin hier mitten in der Pampa. Hier mitten am Arsch der Welt. Ja. Genau wie die Folge am Lukas und Benny am Arsch der Welt. Ja. Beziehungsweise eigentlich waren wir eher im Arsch der Welt. Und mein Computer ist gerade irgendwie ausgegangen. Ach so, ja, ich bin nicht am Arsch. Hey. Ich glaube, er ist irgendwie weg. Ja, er ist irgendwie weg. Okay. Er ist weg. Man merkt es. So. Es ist ein wenig ruhiger. Ja. Hey, da ist Sprengpulver. Ich kann es sehen. Und ich sehe aber auch ein Skelett. Ich hoffe mal, dass meine Audioqualität nicht so... Die ist in Ordnung. Ich hoffe mal, dass meine Audioqualität nicht so schlecht ist. Die ist ausreichend. Oh. Gut. Und ausreichend ist immer noch eine 4 und das ist immer noch gut. Naja gut, von der Qualität her würde ich sagen, ist eine 3. Ist befriedigend. Ja, das ist nun mal so, weil erstmal ein vernünftiges Headset haben oder ein vernünftiges Mikro. Ich wollte mir gestern neue Kopfhörer kaufen und habe mir gedacht, oh, Beats Audio, da gibt es grüne Kopfhörer von. Und da sieht auch das Beats-Logo fast genauso aus wie mein Logo. Und, habe ich dann auf den Preis geguckt, habe ich gesehen, 269 Euro. Ich so, die spinnen doch nur für so einen scheiß verpissten Namen? Oh, nee, da zahle ich doch nicht extra für. Was können denn die Kopfhörer? Ja. Fliegen, Kaffee kochen oder sonst irgendwas? Nee, das sehe ich gar nicht ein. Nee, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Definitiv nicht. Also, Das ist so wie bei den Apple-Produkten. Ja! Für die Marke. Aber das ist... Du bezahlst für den angebissenen Apfel hinten drauf. Also ich finde das bei den Beats-Produkten noch viel schlimmer, weil, das sind ja nur Kopfhörer. Das sind ja keine irgendwie hochwertigen Technikprodukte. Ne? Mag ja sein, dass das irgendwie HD-Kopfhörer sind, ne? Aber... Ja, nee, es tun auch 35 Euro Kopfhörer von Sony, absolut. Jo. Und da denke ich mir dann auch, wer sowas mit 12, 13 Jahren schon hat, der hat irgendwie viel zu reiche Eltern. Ja. Oder heult einfach nur genug rum bei seinen Eltern. Eins von beiden wird es dann immer sein. Ja. Ich bin da sowieso immer so kritisch, was das so angeht, mit Kindern so viel schenken.
ich bin ja auch mit relativ wenig aufgewachsen, beziehungsweise bis ich 12 war, haben wir viele Geschenke gekriegt. Da haben wir dann auch mal Nintendo 64 zu Weihnachten gekriegt, aber es hielt sich alles so in Grenzen, ne? Das waren keine PCs, keine iPhones und keine Handyverträge mit 12. Hallo? Handy habe ich mit 15 habe ich mein erstes Handy gehabt. Das waren noch so die Zeiten. Da hatte die Jugend kaum Handys. Ja, und wenn ich dann heute so höre, iPhone und Mac und alles, und dann denke ich mir so, ja, das ist viel zu sehr Verhätschelung der heutigen Jugend. Da lernt die heutige Jugend, das ist ja auch immer so meine Sorge, die heutige Jugend lernt dadurch ja auch gar keine Wertschätzung mehr. Ne? Man kann ja alles haben. Man muss dafür nichts tun. Ja. Und das ist dann später, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, ist das dann halt, oder wenn sie dann aus der Schule raus sind, dann ist es halt auch schwierig, ne? Ich kriege das ja auch mit, weil ich arbeite ja nun mal in einer Spielhalle und da sehe ich viele Leute, die gerade erst so 18 sind. Ja, und was machen die? Entweder machen die noch Schule, sind aus der Schule raus und sind arbeitslos, weil sie keinen Bock haben zu arbeiten, ne? Und verzocken dann aber Muttis und Faddis Geld. Ja. Klasse. Da wurden die in ihrer Kindheit zu sehr verwöhnt oder sowas. Ja, die wurden nicht oft genug geschlagen. Von was habt ihr geredet? Mein Computer ist gerade abgestürzt, aber nicht so mit Blue Screen, sondern ich habe vergessen, den Computer ans Ladekabel anzukleben. Ah. Nein, wir haben gerade von verwöhnter Jugend gesprochen. Weißt du, was wir in meiner Jugendzeit damals hatten und was heute so der Standard ist, was aber viel zu viel ist, was man heute so als Jugendlicher so kriegt. Wenn ich dann auch so mitkriege, dass manche 100 Euro Taschengeld im Monat kriegen, ich weiß nicht. Deswegen auch eine Frage an eine Zuschauer. Sind 100 Euro Taschengeld im Monat überzogen? Was sagt ihr beide dazu? Viel zu sehr, finde ich. Ich finde es zwar nett, aber es ist dann irgendwann auch zu viel des Guten, ne? Weil man muss halt lernen, sich Sachen auch zu verdienen. Ja, zum Beispiel, man muss auch mit dem Geld gut umgehen können, weil das Monat finde ich 100 Euro jetzt auch ein bisschen zu viel. Also 75 ist ja noch okay, aber 100 ist dann schon, wenn man das jetzt so im Jahr nimmt, sind das 1200 Euro. Ja. Das ist nicht wirklich wenig. Und das Problem ist, wenn man in der Jugend schon zu viel Geld kriegt, dann kann man später gar nicht damit umgehen. Das ist auch, wenn man viel zu viel geschenkt kriegt. Deswegen meine ich ja, dass dann so viele Kinder dann teilweise haben sie Mac, ein iPhone, dann haben sie aber auch noch hier drei Konsolen zu Hause stehen. Und da finde ich, das muss nicht sein. Jo. Das ist dann einfach so, klar, die Eltern meinen das immer sehr, sehr gut. Aber gut gemeint ist oft nicht gut gemacht. Das kann dann später Probleme geben. Und ich suche gerade hier einen Ausgang. Da kenne ich den Spruch. Ich kenne es persönlich. Ich habe ja eine Xbox, eine Wii und eine 2. Und im Großen und Ganzen benutze ich nur noch die Xbox. Das heißt aber bei dir jetzt nicht automatisch, dass aus dir nichts wird, weil du zu sehr vielleicht verhätschelt worden bist. Das ganz gewiss nicht. Aber das ist oft so diese problematische Entwicklung, wenn ich das heutzutage so sehe. Ne? Ach, da bin ich. So, ja, dass dann teilweise Kinder schon dazu erzogen werden, über ihre Verhältnisse zu Lava. Verdammt, da ist Lava. Dass teilweise Kinder schon erzogen werden, über ihre Verhältnisse zu leben. Mit Handyverträgen und alles Mögliche, ne? Dass Mutti dann einen Handyvertrag hat fürs Kind und das Kind hat dann ein iPhone, hat dann ein iPod, hat ein iPad, hat ein Mac, hat eine Wii, hat eine Playstation, hat noch eine PS Vita, hat noch eine Xbox, ne? Ich finde, das muss dann nicht sein. Auf mich treffen ungefähr 80% von den ganzen Dingern zu. iPhone, Mac und noch ein Computer. Wie, PS2 und so weiter. Verwöhntes Kiddy, du. So, ich habe einen Ausgang gefunden, Leute. Leute, folgt mir. Hey.
warte, ich muss noch schnell mir eine neue Spitze. Ich schieße einen Pfeil durch. What the hell? Bam! Okay. Okay, folge mir. Ein bisschen. Ich brauche ein bisschen Kohle abzukommen. So. Ach, ja. Ah, da ist Blaubarschbube. Wo ist Meerjungfrau, Mann? Okay. Und Makrelen-Kitty. Ich hab meinen Ausgang gefunden. Die Dia-Blöcke lass mal da. Weil, die sind damals gesetzt worden für ein Special. Ach, für das erste große Special. Für, ich glaube, das 100-Folgen-Special war das damals. Ja, das war das 100-Folgen-Special. Ja, die Ausbeute war jetzt nun nicht gerade groß. Aber wir können ja weiter Kakteen sammeln und können ja dann auch Schafe irgendwie. Wir können ja dabei. Dass ich guten Stack Eisen habe. Ja. Weil ich noch dazugelegt habe. Oder wir können auch Schafe züchten. Bei dem Haus hier, wo die, wo das Feld draußen ist. Da machen wir da einfach ein Schafsfeld draus. Ein Schafstall draus. Und dann wird das hier unsere Tierfarm. Weil wir haben ja noch keine einzige Tierfarm. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Mhm. Oder wir gehen zum Staffel 3 Haus und machen da eine große. Nee, das können wir auch hier machen, weil das darf ruhig alles so ein bisschen verteilt sein, weil ich bin ja auch so einer, der sich auch im Singleplayer gern mal teleportiert, wenn er dann keine Lust hat zu schwimmen, zu laufen oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich finde, ich darf. Manchmal für die Zuschauer, manchmal auch. Ich baue mal hier den Lehm ab. Also ich finde, ich darf. Ich darf es auch. Und das finde ich eigentlich auch so eine gute Sache. Dadurch, dass ich halt eigentlich ein freier YouTuber bin, kann ich auch eigentlich tun und lassen, was ich möchte. Ich bin an niemanden gebunden, an kein Partnernetzwerk und bin da nicht zu verpflichtet, irgendwie ein gewisses Soll an Klicks zu erfüllen. Oder an Werbeeinnahmen, damit ich rentabel bin. Und dadurch kann ich dann meine Videos auch viel freier gestalten, kann dann auch mal mit Zuschauern zocken, wie es eigentlich kaum ein Let's Player macht. Weil die Großen, die machen das nicht, weil das ja keine Partner sind und die ja dann quasi eigentlich unnütz mit quasi Kitties zocken, ne? Deswegen gibt es solche Sachen zum Beispiel bei den ganzen Großen, gibt es sowas nicht. Gronkh würde sowas niemals machen. Das wirst du erst. Nicht mit seinen Fans. Wie bitte? Zumindest nicht mit seinen Fans, weil er war schon mit Trash statt Money. Ja, das ist was anderes. Das sind alles Partner. Das sind alles Partner. Müsst ihr immer bedenken, weil die zocken nur unter sich. Weil die machen dann auch Werbung für sich, ne? Obwohl denen die Werbung scheißegal ist, weil die eh etliche Millionen oder etliche Hunderttausend Abonnenten haben und da haben die das einfach nicht nötig, mit Zuschauern zu zocken. Die haben es schlicht und einfach nicht nötig, um es jetzt mal aus deren Sichtweise zu betrachten. Wenn man es so sieht. Und deswegen möchte ich auch kein Partner werden. Ich möchte es einfach genießen, so weiter auch mit den Zuschauern zu zocken, halt so ein Community-Player zu sein, weißt du? Mhm. Ja, einer, der sich dann aber dafür auch voll auf seine Community verlassen kann und wo die Community dann nicht gleich böse ist, wenn man dann mal sich irgendwie über irgendwas aufregt oder wenn man dann mal irgendwie mal einen Tag kein Video bringt oder sowas, ne? Also ich finde das okay, weil du müsst dich ab, fast jeden Tag für uns ein Video rauszubringen und die sollen überhaupt dankbar sein, dass du überhaupt Videos machst und... Und das sind wenn du mal einen Tag nichts rausbringst, auch egal, weil ich meine, die haben sicher nicht alle Folgen gesehen und die können dann auch ein bisschen ältere Folgen auch. Also die müssen nicht aufhören, deswegen gleich dich zu schauen. Richtig. Und das finde ich sowieso übertrieben. Ja, und das ist ja auch das Schöne. Es nimmt mir ja keiner übel. Und dann werden eben mal alte Folgen geguckt, ne?
Das ist eben nicht so ganz einfach bei YouTube als ja, als Nicht-Partner. Wenn du Partner bist, dann hast du eigentlich dein Ziel schon erfüllt. Ne? Das geht dann halt nur noch ums Geld verdienen und eigentlich um mehr geht es fast gar nicht mehr. Und halt noch mehr Zuschauer zu gewinnen. Weil das ist als Partner eigentlich dein primäres Ziel, damit du nicht deinen Partnerstatus wieder verlierst. Weil wenn du zu wenig Klicks hast auf werbegesponserte Videos, dann verlierst du auch deinen Partnerstatus wieder. Und dadurch finde ich diese ganze Partnerschaftsgeschichte finde ich dann deswegen auch so ein bisschen, ja. Ja, es ist ja teilweise schon so ein bisschen aufs Geld gucken, ne? Ja. Anfangs aber zwar nicht so, aber je länger man Partner ist, umso mehr verkommt man auch zu so einer, ja, ich würde sagen, Kommerzhure. Weil, da läuft sich dann wirklich auch so ein, da kommt dann wirklich auch so ein Trott rein, ne? Die machen dann nur noch das Nötigste, ne? Und stumpfen immer mehr ab. Ich habe damals mitgekriegt, was Gronkh alles so gemacht hat an so Sondersachen. Er hat immer Umfragen gestartet und alles und dann hat er sein Let's Show noch gemacht und heute. Das ist die größte Frage von mir. Warum macht Gronkh kein Let's Show mehr? Weil er dazu keine Zeit und keine Lust mehr hat. Er macht's einfach nicht, weil, ja, er macht's einfach nicht. Er braucht's nicht. Nein, er braucht es einfach nicht. Er ist eigentlich auch schon so weit, dass er machen kann, was er will. Aber das als Partner. Ich als Nicht-Partner, ich kann mir das auch erlauben. Aber ich mache halt nur Dinge, die halt den Zuschauern auch gefallen, ne? Ich entscheide auch mal selbst, aber größtenteils sage ich dann auch hier, Leute, wollen wir das so machen, ne? So, wo seid ihr eigentlich beide? Ich bin hier draußen beim Haus. Ja, ich komme jetzt auch wieder Richtung Haus. Ich habe mir nämlich ganz viel Holz geholt. Sonnenuntergang. Und es wird Nacht. Ja. Und dabei läuft Pokémon-Musik. Von OC Remix. Ah, den habe ich auch, denke ich. Mit Sicherheit. Staffel 1. Ah, scheiße, ich habe den Waypoint aus. Ich habe mich gerade immer weiter vom Haus entfernt. Und es ruckelt immer noch so ein bisschen, weil der immer noch am Verschieben ist. Ja, Lapis Lazuli vorher mal hinten. Ich hab's getan. Was? Was er gefunden? Höhle. Ah ja. Ich mach mir erstmal eine Truhe, so eine kleine. Meine private. Hey, hier sind irgendwie kaum Monster. Das gefällt mir. Ich hab grad das Minecraft HD Working drin. Aha. Ah, ja. Ich hab Bonecraft Ocean Spring. Ja, ich auch. Aber ich werde mich auch vermehrt mal wieder mit Bumcraft Deluxe beschäftigen. Modern Era wird jetzt so mein Stiefkind. Es wird halt nur bloße, immer halt nur die neuen Texturen geben, aber es wird halt keine Updates der bestehenden Texturen geben. Na super. Ei, hier liegen lauter Bäume rum und Äpfel. Boah. Und ich habe Schafe gefunden ohne Ende. Auf der anderen Seite gleich. Ein Ei. Da ist er, ja. Ah, dann, ich kann gleich Scherben kommen, weil ich hab eine Schere. Klingelingeling. Hier, oh, ein Baumschaf. Hier kommt der Eiermann. Stirb. Ich kümmere mich mal um die Skeleton. Mister Skeleton, Mann. Ach, ich hab ja Rückstoß drin, genau. Ja, weil der Lukas und ich, wir haben noch Enchanted in Folge 360. Das war voll lustig. Oh, hallo Kuh. Stirb. Baumkuh. Voll die Baumkuh. Da, super. Schon wieder ein Teil der Landschaft kaputt. Ach. Nee, der ist im Wasser explodiert. Keine Angst. Die flicken wir dann wieder. Die ist dann wieder bald in Ordnung. Es ist dem nicht kalt. Ich meine, das ist so nackig.
Guck doch mal. Ich meine. Ja, und dann verlierst du Leben, weil es kalt ist. Weil nein, am Ende liegt da nur noch so ein Eisblock auf dem Boden. Leider kann man die. Leider kann man die Schafe ja nicht mehr spanken mit der Schaufel. Ja, einmal so auf das Popöchen geschlagen und dann. Richtig, richtig. Also ich fand richtig, das Beste, wo man die einmal geschlagen hat und nicht extra eine Schere gehabt musste. Eh nur Eisenverschwendung. Richtig. Ja, naja, im Großen und Ganzen. Wahrscheinlich haben sie so gedacht, ja, ist eh schon für Blätter, die Schere. Die war. Warte, ging ja auch. Ah, Creeper. Ja, stimmt, die Schere gab's hier vorher. Du hast das Kakao-Schaf. La 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 la. Ja. Und zwar von Dabmut. Die 8-Bit-Version. Stirb! Ja. Das ist ja bei uns beiden so. Also er zockt Monkey Island 4, oder? Ja. Ich zock Battlefield 3 am Computer, was er gern möchte, und so haben wir beide Spiele zum Spielen, die wir beide jeweils machen. Warte, ich befreie dich mal vom Creeper. Ich bin